Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über das Thema, was viele Eltern beunruhigt, wenn die Kinder beißen, treten, schlagen und sich aggressiv verhalten. Was soll man tun? In diesem Video gebe ich dir Tipps, wie man sich als Eltern verhalten soll in solchen Situationen. Und am Ende des Videos bekommst du 5 Schritte, eine kleine Anleitung, wie man in solchen angespannten Situationen mit den Kindern liebevoll und respektvoll umgeht. Die Tipps basieren auf der positiven Disziplin. Darüber habe ich bereits einige Videos auf diesem Kanal gedreht. Falls du neu auf diesem Kanal bist, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Ich mache immer wieder solche Videos mit kleinen Ratschlägen von einer Mama, von einem Elternteil zu einem anderen Elternteil, wie man in schwierigen Situationen mit Kleinkindern vor allem umgeht und wie man eine positive Atmosphäre zu Hause schafft, so dass man liebevoll das Kind in seinem Kleinkindalter begleiten kann. Auf dem Kanal sind auch noch einige Videos zum Thema Montessori-Erziehung, Spielideen für Kinder und Kleinkinder und Babys. Wenn du noch nicht abonniert hast, würde vorschlagen, dass du abonnierst. Es ist kostenlos. Wenn du doch kein Interesse hast, kannst du dann wieder das Abo beenden. Ist kein Problem. Vergiss auch nicht, auf die Glocke zu drücken, sodass du immer informiert bist, wenn ich ein neues Video hochlade. Nun kommen wir zu dem Thema, wie man friedlich mit Aggression und Schlägen umgeht. Erster Tipp, versuch die große Reaktion, oh nein, zu vermeiden. Ruhig bleiben. Dieser Schritt ist eigentlich der schwerste. Für mich zumindest. Aber ich glaube, viele Eltern reagieren da sehr spontan. Man verhält sich oft reflexiv, man reagiert, überreagiert und die Aggression, die von einem Kind kommt, kann sehr auslösend sein. Und der Grund hierfür sind unsere Gehirne, wie sie funktionieren. Man verfällt in dieses Kampf- oder Fluchtmodus. Wenn wir Aggression spüren, sind wir in der Notlage oder unser Gehirn denkt, wir sind in Not und so reagiert man entsprechend entweder aggressiv oder friert ein und diesen Zustand versuchen wir zu vermeiden. Wir denken einfach nach. Das ist ein kleines Kind. Es ist viel kleiner als wir Erwachsene. Welche Gefahr könnte von diesem Kind kommen? So gut wie keine. Es ist keine Notlage. Die Kinder lernen gerade, sich zu benehmen. Sie lernen gerade ihre eigenen Gefühle. Sie sind so klein, aber sie haben solche Gefühle, so große, große Gefühle und Emotionen, die sie überwältigen. Und die lernen gerade diese Emotionen kennen. Die lernen auch, mit diesen Emotionen umzugehen. Und das ist die Reaktion von den Kindern. Sie wissen einfach nicht, wie sie mit diesen Emotionen umgehen können. Also nehmen das nicht persönlich. Unsere Kinder sind nicht unsere Feinde. Das müssen wir uns natürlich klar machen. Die wollen uns nicht persönlich wehtun. Die wollen uns nicht angreifen. Das aggressive Verhalten ist ganz normal in dem Kleinkindalter. Es ist kein Grund, unruhig zu sein, unruhig zu werden als Eltern oder zu denken, boah, mein Kind wird wahrscheinlich irgendwie, ist so aggressiv. Was wird das für ein Mensch sein? Ruhig bleiben und daran denken, dass es entwicklungsbedingt, die haben einfach nicht die Kontrolle über die Gefühle, die haben auch keine Kontrolle vom, die können auch nicht logisch nachdenken, die können bestimmte Konflikte nicht ausdiskutieren, wie wir Erwachsene, denen fehlen Wörter, denen fehlt die Kontrolle über eigene Impulse, präfrontaler Kortex ist nicht entwickelt und das sind alle Faktoren, die dazu führen, dass sie sich so benehmen. Tatsächlich ist es eigentlich ein Schrei um Hilfe. Hilfe, Mama, Hilfe, Papa, ich weiß nicht, was ich hier in dieser Situation tun soll. Mir wurde ein Spielzeug weggenommen. Ich bin richtig wütend. Was soll ich jetzt machen? Wenn uns das alles bewusst wird, ist es einfacher, in diesen Situationen gelassener zu reagieren. Das ist Schritt Nummer 1, ruhig bleiben. Gelassen bleiben, durchatmen. Wir sollen uns davon fernhalten, auch in dieses aggressive Verhalten reinzufallen. Es ist sehr, sehr schwer, ich weiß es selber, aber machbar. Ja? Es macht auch wenig Sinn, aggressiv zu reagieren, vor allem in dem Moment, wo wir wollen, dass unser Kind dieses aggressive Verhalten abstellt. Wir sind die Vorbilder. Unsere Reaktion ist essentiell, vor allem in der Zukunft, wird das Kind sich aufrufen, ja, wir sind einfach die Vorbilder, die schreiben sich alles auf, wie Mama reagiert,
so wird später auch das Kind reagieren. Als nächstes müssen wir sicherstellen, dass es keine Gefahr mehr besteht. Wenn ein Kind das andere schlägt, müssen wir natürlich dazwischen gehen, ja, physisch eintreten und vielleicht die Hand auch festhalten, liebevoll, nicht aggressiv. Und sicherstellen, dass es keine Gefahr mehr besteht, dass kein Kind mehr verletzt wird. Wir sollen auch unsere Grenzen zeigen und sagen, ich werde jetzt einen Schritt zurückgehen, du hast mir wehgetan, ich möchte meinen Körper beschützen. Oder man nimmt das Baby und sagt, ich werde jetzt deine Babyschwester nehmen und hier neben mir setzen, damit sie nicht mehr in Gefahr ist. Also wir kümmern uns zunächst um den Geschlagenen. Die ganze Aufmerksamkeit von uns soll erstmal ihm gewidmet werden. Und das ist auch nicht so einfach. Oft reagieren wir und gehen eher zu dem Kind, was zu dem Täter, ja, zu dem Kind, was geschlagen hat, und fangen an, in zusammen zu scheißen. Was hast du jetzt gemacht? Wie oft habe ich dir gesagt, man darf nicht hauen? Und die ganze Aufmerksamkeit wird diesem Kind geschenkt, was es wahrscheinlich auch braucht. Später werden wir darüber sprechen, wie man diese Situation vermeiden kann. Aber das Kind, was schlägt, es ist teilweise ein Ausdruck von Aufmerksamkeitsbedürfnis. Und wenn wir wiederum dem Aufmerksamkeit schenken als erstes, bekommt er das, was er wollte. Und dieses Verhalten wird sich wiederholen. Deswegen ist es sehr wichtig, erstmal ruhig bleiben und erstmal die ganze Aufmerksamkeit dem Kind schenken, was als Opfer in dieser Situation ist, prüfen, ob alles in Ordnung ist, ob er vielleicht Taschentuch braucht, ob er vielleicht was Kaltes braucht, ob er vielleicht Umarmung braucht, und somit zeigen wir dem anderen Kind, wie wir Empathie zeigen. So lernt das Kind, was mache ich eigentlich, wenn ich wirklich jemandem wehgetan habe, wie reagiere ich dann? Und später wird das Kind selber drauf kommen, dass er sich entschuldigen muss. Also man muss ihm nicht das die ganze Zeit sagen oder ihm dazu zwingen. Das wird nicht vom Herzen kommen. Und in dem Kleinkindalter, die haben das noch nicht. Ja? Die sind im Mittel des Universums. Das müssen sie erst mit dem Alter lernen. Schritt Nummer 2, dazwischen gehen. Schritt Nummer 3, sich um den Verletzten kümmern. Schritt Nummer 4, jetzt können wir unsere Aufmerksamkeit dem Kind widmen, was geschlagen hat, gebissen hat, getreten hat. Wir schimpfen nicht, also schimpfen bringt nicht so viel. Vor allem, wenn das Kind in diesem Kampf- oder Fluchtmodus ist, das hört das Kind alles nicht. Als erstes versuchen wir, eine Verbindung mit dem Kind herzustellen. Das heißt, wir gehen auf das Niveau des Kindes, wir sollen ihm in die Augen schauen und seine Gefühle akzeptieren, die Gefühle benennen. So lernt das Kind überhaupt, was passiert gerade, was habe ich für eine große Emotion, was ist das für eine Emotion. Wir sagen dem Kind, ich habe gesehen, dass du sehr wütend geworden bist, als deine Schwester dir das Auto weggenommen hat. Das Kind lernt dabei, okay, meine Emotion heißt wütend sein, ich war wütend, ich habe so reagiert und Mama versteht mich. In der positiven Disziplin gibt es einen Ausdruck, Connection before Correction. Wir akzeptieren seine Gefühle. Es ist okay, wütend zu sein, das ist Emotionen. Es gibt verschiedene Emotionen und das lernen sie gerade in dem Kleinkindalter. Es gibt keine guten oder schlechten Emotionen. Wenn man fröhlich ist, heißt nicht, dass man eine gute Emotion hat, und wenn man wütend ist, dass man eine schlechte hat. Es gibt einfach Emotionen. Wir sind wütend, wir sind fröhlich, wir sind frustriert. Alle Menschen haben diese Emotionen und es ist okay, die Emotionen zu haben. Wir akzeptieren die Emotionen, wir lassen das zu und das sagen wir unserem Kind, es ist okay, wütend zu sein. Aber es ist nicht okay, wenn du wütend bist, zu schlagen. Da müssen wir die Grenze setzen und die Regeln aufstellen. Später, wenn sie ruhig sind, es kann 30 Minuten später sein, eine Stunde später oder sogar am nächsten Tag. Hauptsache, die sind nicht in diesem Kampf- oder Fluchmodus, wo sie wirklich nichts hören. Und dann kann man mit dem Kind sich nochmal zusammensetzen und sehen, du, ich habe gesehen, dass du sehr wütend warst, als Clara dir das Auto weggenommen hat. Es ist okay, wütend zu sein, aber es ist nicht okay, wenn wir wütend sind, zu schlagen. Was könnten wir sonst tun, wenn wir wütend sind? Lass uns zusammen überlegen. Wenn das Kind älter ist und sprechen kann, vielleicht hat das Kind bereits eigene Vorschläge. Es ist gut, immer die Vorschläge von dem Kind erstmal zu hören. Wenn das Kind noch nicht verbal ist, ihr könnt ja zusammen nach den Lösungen suchen. Du könntest vielleicht erst sagen, dass du noch nicht fertig bist und dass du noch weiter mit dem Auto spielen möchtest. Oder du könntest
sie fragen, dass sie dir das Auto zurück bitte gibt. Oder vielleicht bietest du ihr was anderes als Austausch. Ja, du kannst ihr einen Teddy geben, dass sie mit dem Teddy spielt, damit du weiterhin mit dem Auto spielen kannst. Ein Tausch vorschlagen. Oder vielleicht kannst du in dem Moment mit anderem Spielzeug spielen. Und wenn das alles nicht hilft, dann kommst du zu mir und sagst mir, dass du mit dem Auto spielen möchtest und deine Schwester hat es dir weggenommen. Und ich werde dir dabei helfen. Wichtig ist, dem Kind verschiedene Szenarien zu zeigen. Was könnte das Kind in dieser Situation tun? Wie könnte das Kind diesen Konflikt lösen? Das ist sehr wichtig. Und im fünften Schritt, wir wollen diese Situation aus unserer Perspektive beurteilen und überlegen, was könnte der Auslöser sein? Was war die Ursache für dieses Verhalten? War das Kind müde? War das Kind überfordert, weil es vielleicht in einer neuen Umgebung ist, in neuen Situationen? War das Kind vielleicht hungrig? Das sind immer so die Auslöser. Also bei uns zum Beispiel, Andreas, wenn er müde oder hungrig ist, dann geht es einfach nicht weiter. Es kann auch sein, dass das Kind zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Da habe ich das schon erwähnt. Es ist eine sehr häufige Ursache und durch Schlagen und Hauen oder Beißen gewinnt das Kind natürlich die Aufmerksamkeit von der Mama. Da lässt die Mama alles stehen und liegen und das Abendessen wird nicht mehr weitergekocht. Die Mama rennt zu dem Kind, was gebissen hat und was gebissen wurde. Deswegen ist es wichtig zu überlegen, vielleicht bekommt mein Kind zu wenig Zeit mit mir. Man braucht nicht mehr als 10 Minuten. Also wenn ihr jeden Tag 10 Minuten Zeit mit eurem Kind verbringt und wirklich ohne Handys, ohne Gespräche mit anderen Erwachsenen, ohne Ablenkung, nur mit diesem Kind, das wird sein Aufmerksamkeitsbedürfnis so befriedigen, dass Situationen, in denen es schlagen muss, um die Aufmerksamkeit von der Mama zu bekommen, werden wirklich weggehen. Wenn du ein sehr trotziges Kind hast und weißt nicht genau, was du machen sollst, habe ich bereits ein Video gedreht, wie man diese Trotzanfälle vermeiden kann. Das sind sehr gute, effektive Methoden und da gehe ich drauf ein, auch was Aufmerksamkeit angeht oder vielleicht diese Übergänge, ja, vom Spielplatz nach Hause, vom Spielen ins Bett gehen. Das ist auch oft die Auslöser von solchen Trotzsituationen und für eventuell das aggressive Verhalten. Das Licht in dem Video wird furchtbar sein, weil es ändert sich ständig. Mal ist es bewölkt, mal kommt die Sonne raus. Also, da kann ich nicht so viel tun. Aber ich habe noch einen sechsten Bonustipp für euch, was man noch machen soll, wenn das Kind regelmäßig sich aggressiv verhält. Und zwar ist es sehr, sehr wichtig, das Positive zu bemerken. Also wenn wir sehen, die Kinder haben, Geschwisterkinder zum Beispiel, ja, haben sehr friedlich miteinander gespielt, keiner hat einander geschlagen und vielleicht, es gab sogar die Situation, wo ein Kind dem anderen was weggenommen hat, aber das andere Kind hat nicht geschlagen, sollen wir das auf jeden Fall laut bemerken, ja, das Kind loben und das Positive betonen und sagen, ich habe gesehen, dass der Ben dir was weggenommen hat, aber du hast dich zurückgehalten und du hast deine Wut unter Kontrolle gehalten. Oft verfallen wir in die Situation, wo wir nur das Negative merken. Ja, das ist irgendwie in unserer Gesellschaft so, dass man sehr Augenmerk auf das Negative hat, ja, das Augenmerk auf die Schwächen des Kindes hat und sich darauf konzentriert und versucht, das auszubessern, anstatt sich auf dem Positiven zu konzentrieren. Was hat mein Kind für Stärken? Was macht mein Kind richtig? Was kann ich hier loben und bemerken und dem Kind sagen, wie sehr ich das schätze, dass er sich so benommen hat in die Situation, wo er total ausrasten könnte, ja, zum Beispiel. Vor allem als Kleinkind ist es wirklich sehr entwicklungsabhängig. Das Gehirn ist sehr unausgereift und da sollte man natürlich mit einem Verständnis oder verständnisvoll die Situation bewerten und nicht denken, oh Gott, was habe ich für ein Kind. Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich. Wenn das so ist, bitte like das Video, schreibt mir gerne die Kommentare, da können wir weiter diskutieren. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, bitte abonniert meinen Kanal. Wenn das Video hilfreich war, bitte teilt das Video mit euren Freunden. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Ich freue mich sehr, dich in den Kommentaren zu sehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!